Persönlichkeiten, die jeder Mensch in sich trägt, er ist eine Person und hat seine Persönlichkeit, werden durch Narzissten nachhaltig zerstört, gestört und verändert. Und dass es sogar so weit geht, dass sich das im Gehirn abspielt und sich das auf deinen Körper auswirkt, das soll Thema dieses Videos sein, weil Narzissten die Fähigkeit haben, durch ihre Art, wie sie dich behandeln, in dir eine andere Persönlichkeit zum Vorschein zu bringen. Das heißt, dein Ich wird umgeschrieben, es wird etwas über dein wirkliches Ich gelegt, das der Narzisst kreiert, das der Narzisst in dir hervorruft. Wie das Ganze funktioniert, ist ein ganz spannendes Thema, mit dem wir uns heute auseinandersetzen wollen. Und hier geht es erstmal darum zu verstehen, dass Dauerbelastung das große Thema ist, wenn es um narzisstischen Missbrauch geht. Mein Name ist Hubert Hafner, ich bin Selbstwert-Burnout-Coach, Autor mehrerer Bücher, Gründer des Deutschen Instituts für Burnout und habe mich mit dem Thema Narzissmus intensivst beschäftigt, selbst Betroffener, Opfer von Narzissmus und daher am eigenen Leib erfahren, was es bedeutet, diese Dauerbelastung des Narzissten in seinem Leben zu haben und vor allem lange Zeit nicht zu verstehen, was passiert eigentlich, warum verändere ich mich sukzessive und irgendwann kommt so der Punkt, früher war ich doch ganz anders und fröhlicher Mensch, aufgeschlossen, nach außen offen und plötzlich so zurückgezogen und so deprimiert, depressiv. All diese Dinge passieren, weil narzisstischer Missbrauch sich über einen langen Zeitraum hin erstreckt. Und dadurch das nicht so schlagartig kommt, sondern das ist so ein Prozess. Und diese Persönlichkeitsveränderung ist nicht so ein Moment, sondern das ist so dieses langsame sich verändern, wo man gar nicht so merkt. Und wie funktioniert das? Es ist eigentlich egal, unter welchem narzisstischen Missbrauch du leidest, sei es in der Familie, sei es in der Partnerschaft, sei es bei der Arbeit, sei es im Verein, irgendwo, wo du einem Narzissten ausgesetzt bist und das über längere Zeit, verändert es in deinem Gehirn etwas, in deiner Person. Wie das funktioniert, was da genau passiert, das wollen wir uns anschauen. Und hier sehen wir, dass das wahre Ich überschrieben wird. Und das Interessante, man sieht ja nicht in uns hinein. Also man sieht ja jetzt nicht, oh, was ist in dem Menschen passiert? Ah, sein Gehirnareal in sich verändert. Man sieht es an den Spuren, die jemand hinterlässt. Das heißt, das, was er jetzt nach außen darstellt, wie er sich gibt, das sind wie Tierspuren. Ich sehe die Tierspuren und kann anhand der Spuren auf das Tür, auf das Tier, die Tür, auf das Tier Rückschlüsse ziehen. Und so ist es auch mit dem persönlichkeitsverändernden Missbrauch von Narzissmus, dass hier die Person, das heißt die Auswirkungen sichtbar sind, aber nicht was innen vorgeht. Aber ich kann aufgrund der Veränderungen Rückschlüsse ziehen, was los ist. Und das geht's bei Spuren. Ich sehe die Spuren und diese Spuren sind, dass jemand, der vorher fröhlich war, aufgeschlossen, plötzlich in sich gekehrt ist, depressiv wird, sich isoliert, misstrauisch gegen jeden, also dieses Grundvertrauen ist weg, er ist ängstlich, entscheidungsunfreudig, wo er vorher einfach Entscheidungen getroffen hat, ist er jetzt im Grübeln, kommt nicht voran, er ist hörig, er ist niedergeschlagen. Es sind diese Spuren, die zeigen, da ist etwas in dem Menschen passiert, das ihn verändert hat, das zu Veränderungen seines Wesens geführt hat. Und wie funktioniert es? Es ist so, dass unser Gehirn ja verschiedene Bereiche hat und diese verschiedenen Bereiche verschiedene Funktionen, Aufgaben haben. Und eigentlich ist es so, dass unser präfrontaler Kortex dafür zuständig ist, dass wir unseren Alltag bewältigen. Das heißt, es ist der kognitive Teil, der die Dinge aufnimmt, verarbeitet, dann zur Exekutive wird, das heißt, dann Aktionen anstößt, die auf normalem Denken basieren, Entscheidungen getroffen, nächster Schritt. Das ist so das Normale, der präfrontale Kontext, der im Normalfall arbeitet und der das Ganze dann auch, sagen wir mal, rational, kognitiv einordnet. Und es ist gut so, dass es auch andere Areale gibt und was bei diesem Areal explizit ist, ist das Mittelhirn. Das Mittelhirn ist dafür da, dass wenn Gefahr droht, dass es dann sofort reagiert. Das heißt, bei Gefahr wird das Mittelhirn aktiviert, in Alarmbereitschaft sozusagen wird der Mensch gesetzt durchs Mittelhirn und dieses Mittelhirn schaltet den präfrontalen Kortex aus.
Und das passiert unter narzisstischem Missbrauch, dass du die ganze Zeit in Hab-Acht-Stellung bist, in so einer Art Hyperalarmbereitschaft. Das heißt, du bist die ganze Zeit in Hab-Acht-Stellung, weil du ja nicht weißt, was als nächstes passiert. Narzissten sind unberechenbar in ihrem Handeln. Plötzlich handeln sie mit Silent Treatment oder mit einem Wutausbruch, mit körperlicher Gewalt, wenn es dementsprechend ist, mit Gaslighting. Also es ist nie klar, was passiert, und du wirst so verunsichert, dass du die ganze Zeit in Alarmbereitschaft bist. Das heißt, dein Mittelhirn ist die ganze Zeit aktiv. Ich hatte vor kurzem ein Problem mit dem Auto. Die Batterie von meinem Schlüssel war aus, ist leer gegangen, kam keine Meldung. Ich laufe ans Auto und will öffnen, und die Alarmanlage geht los, weil das Auto den Schlüssel ja nicht erkennen konnte. Und das Ding, das heult los und hupt und blinkt, also so geschwind ein Alarm. Zudem ist es gedacht, Alarmbereitschaft ist da, wenn eine Gefahr droht. Hier wäre die Gefahr eines Diebstahls des Autos oder Einbruch. Und dann ist die Alarmbereitschaft gut, dann ist die Alarmanlage gut. Wenn die Alarmanlage aber die ganze Zeit bei jedem Öffnen der Tür losgehen würde, dann wäre das nervig. Dann würdest du das Auto in die Ecke stellen, in der Garage einmodden, weil du das nicht ertragen könntest. Und so muss man sich's vorstellen, ist unser Gehirn jetzt die ganze Zeit im Mittelhirn sozusagen aktiv, indem es die ganze Zeit auf Alarmbereitschaft gestellt ist, die ganze Zeit Stress hat, stressbedingte Situationen anschaut, um dann zu sehen, ah, okay, ist nichts, ist was, ist nichts. Das heißt, du bist die ganze Zeit unter Stress, permanent. 24/7 ist dieses Mittelhirn aktiv und du kannst nicht mehr klar denken. Das ist auch das, was ich von vielen höre, wenn sie das Coaching bei mir machen, dass genau das Problem ist. Sie sind so verwirrt, Matsch im Kopf, Nebel, es ist alles nicht mehr klar, wie wenn jemand ihnen das ausgeschalten hätte, dass sie nicht mehr klar denken können und nur noch in diesem stressbedingten Modus laufen. Und dieser stressbedingte Modus ist so ein Fight-or-Flight-Modus, das heißt Flucht oder Kampf. Und je nachdem ist das ja dann stressbedingt. Und dieser Stress, der sich hier aufbaut, ist das Problem, dass du die ganze Zeit deinen Körper stresst, dass du die ganze Zeit in dieser Alarmbereitschaft dein Leben verbringst. Und das nennt sich dann diese Hyperalarmbereitschaft. Das ist dann wie ein Trauma, in dem du lebst, das du kennst, das du denkst, so muss dein Leben sein, immer unter dieser subtilen Angst, etwas falsch machen zu können, vielleicht wieder die Wut und den Unwillen, die Missbilligung des Narzissten hervorgerufen zu haben. All das ist diese Alarmbereitschaft, und das ist stressbasiert, die Situationen, das heißt stressbedingt, und dann auch die Reaktionen darauf. Das heißt, es verfestigt sich in dir und damit wird deine Persönlichkeit verändert, und hier sind auch Persönlichkeitsveränderung nochmal kurz zusammengefasst. Das heißt, es geht an Selbstaufgabe. Du bist nur noch für andere da. Du bist nur noch da, um anderen zu gefallen. Ja, keine Situation hervorrufen, die den Narzisst in irgendeiner Form provozieren könnte. Das heißt, lieber dich aufgeben, ganz dem anderen anpassen, dass das passt. Die toxische Scham, das heißt, du schämst dich immer, wenn etwas schiefläuft, wenn er dich auch in der Öffentlichkeit klein macht und du das da über dich ergehen lässt, wenn du dich selber vor dir ein bisschen schämst, wie du dich wieder verhältst, was du dir wieder mit dir machen lässt. All diese Dinge, die er in dir bewirkt, führen natürlich, wenn man es langsam erkennt, zu einer Scham. Dann bist du dein größter innerer Kritiker. Das heißt, du bist immer in der, sozusagen im dich kritisieren, anschauen, ja, was habe ich gerade gemacht, wie sieht es wirklich aus und was hat es für Folgen? Das heißt, der innere Kritiker, du kannst nie mehr gut sein lassen, sondern du bist immer in der Selbstprüfung und die fällt meistens negativ aus, sodass du immer dein größter Selbstkritiker auch zu deinem größten Selbstverurteiler wirst. Soziale Ängste, das heißt die Isolation, die dann einhergeht, soziale Angst, ja, ich bin ja da nichts mehr wert, er hat mich klein gemacht, ich kann ja gar nicht mehr in der Allgemeinheit, in der Öffentlichkeit jemand sein, weil in Gesprächen dann er wieder die Führung übernimmt, er dich klein hält, auch hier soziale Angst, dass dich die Isolation sozusagen dann einholt.
Und dann die emotionalen Rückblenden, immer, wie war das? Also was hat es mit dir gemacht, emotional? Und dann diese emotionale Rückblenden, das will man nicht nochmal erleben. Also versuche ich natürlich alles, um das, was damals so schlimm war, emotional zu verhindern. Das sind diese Eigenschaften, die Persönlichkeitsveränderungen, die ein Narzisst in dir hervorruft. Im nächsten Video möchte ich noch darauf eingehen, was weiterhin in deinem Körper durch dieses Stressbedingte passiert, weil es hier um ein Verständnis von stressbedingten Krankheiten geht, die ein Narzisst in dir hervorruft, weil er dich genauso unter diesem Stress hält, weil dein Mittelhirn deine Funktion der Entscheidungen, die du so auf diesem Flight-and-Fight-Modus gar nicht treffen kannst, dich beeinflusst und dich immer unter Stress hält. Zu dem Thema möchte ich dir noch kurz zwei Bücher vorstellen, beziehungsweise drei. Das eine ist Selbstliebe, was uns völlig abhanden gekommen ist als Opfer, sondern wir sind Selbstkritiker geworden. Warum? Weil wir mit einem verdeckten Narzissmus behandelt werden, hier sozusagen beeinflusst werden, manipuliert werden. Und weil unser Selbstwert dadurch pulverisiert wurde. Und hier die drei Bücher, die dir helfen können, dieses System für dich zu verstehen, ein gesundes Selbstwert aufzubauen und dann das System mit Selbstbewusstsein ganz anders zu leben und angehen zu können. Und noch mein kleines Kinderlieblingsbuch, Hopsala, der Knickohrhase. Ein wunderschönes Buch, jetzt gerade auf Ostern hin, wo du den Kindern die Möglichkeit geben kannst, lustige Geschichten auch mit lehrreichen Inhalten zu Unterschiedlichkeit, zu Fehlern, die jeder Mensch hat, einfach hier aufzuzeigen und barmherzig miteinander umgehen zu können. Lustig geschrieben, lustig illustriert, von daher eine Empfehlung meinerseits für dieses Buch. Hat dir das Video gefallen? Gerne den Daumen nach oben, den Video, den Kanal bitte abonnieren. Glöckchen drücken, dann wirst du informiert, wenn neue Informationen kommen. Kommentieren, weil Kommentare wichtig sind für die Community. Teilen, damit andere erfahren, wie das ganze System funktioniert, dass auch sie verstehen, was passiert in ihrem Körper, also nicht nur psychisch, sondern auch körperlich. Und dann die entsprechenden Möglichkeiten für sich zu finden, entweder durch Coaching, durch externe Hilfe durch Freunde, durch Gespräche, durch Verstehen, wieder in ihr eigenes Selbst zu kommen, ihrem Selbst wieder nahe zu kommen. Und auf diesem Weg wünsche ich dir natürlich ganz viel Kraft und sende dir ein ganz, ganz liebes Grüßle. Dein Hubert Hafner.